Ja, auch von mir ein wunderbares Dankeschön an alle, die das hier so wunderbar organisieren. Ich bin ab und an mal auf der Montagsmahnwache und trenner da so vor mich hin und spiele. Ich habe mich super gefreut, dass montags das auf einmal losging und ich konnte auf einmal meine ganzen Songs da spielen. Und jetzt habe ich auch extra für hier mal einen kleinen Song gespielt. Kleinigkeit, wollte ich versuche mir jetzt wirklich ganz kurz zu halten. Ich wollte nämlich auch mal was erzählen. Ich gucke mir so die Plakate an und finde das eigentlich ganz schön. Ja, also so Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft zusammengemischt. Aber da ist doch, birgt doch eine ziemlich große Ironie dahinter. Also wir wissen alle, was passiert in der Regierung und auch in unserer Gehirnwäsche. Der Gilbert hat das vorhin gesagt. Da werden Waffen geliefert in Länder und dann unterstützt, werden Kriege unterstützt und dann mischen wir unterschiedlicher ethnischer Herkunft die Menschen hier durcheinander und versuchen irgendwie den Menschen zu zeigen, na, wir sind doch eine Einheit. Wir finden das doch alles gut. Ich habe mit diesem Song, möchte ich euch ein bisschen Mut machen, dass wir versuchen, diesen Murks, diesen Gehirnsalat einfach zu durchschauen und nicht aufzugeben, auch wenn wir hier vielleicht mal ein bisschen weniger sind. Aber nächstes Jahr sind wir wieder ein bisschen mehr und wir haben eine Stimme, die kann immer lauter werden. Und so wie das mal vor 24, vor 25 Jahren geschehen ist, da sind Menschen über eine Mauer einfach rübergeklettert und die Staatsgewalt konnte nichts mehr machen. Wir müssen einfach wachsen, wir müssen einfach weiter dabei bleiben und irgendwann wird man uns nicht mehr überhören. Deswegen habe ich einen Song geschrieben. Viel Spaß damit. Mich dann die Welt, aber man könnte auch sagen, klag nicht über Misserfolg, Wind of Change kommt aus dem Volk und nicht aus dem Parlament, hasse denn die Zeit verpennt, nicht immer nur nach oben schimpfen und unten nur die Nase rümpfen, damals wollte man was bewegen, lass uns das wieder beleben, fang doch bei dir an, du bist jetzt dran. Revolution, Revolution, Revolution des Herzens. Revolution, Revolution, Revolution des Herzens.
ich Außenminister, würde ich Blumen schicken anstatt Waffen. Und wäre ich Bundespräsident, wäre ich Friedensbrückenproduzent. Ich würde ordentlich mit anpacken und der GEZ vor die Haustür kacken. Nicht bewegt, spürt auch nicht seine Ketten. Drum füll den Mensch mit Leben und du wirst die Zukunft retten. Revolution, Revolution, Revolution des Herzens. 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 Ja, hallo. Ich bin der, der immer keine Texte kann. Deshalb muss ich mir mal alles aufschreiben. Ja, oder so, genau. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Germaid und Arne werden jetzt hier mich unterstützen, weil ich des Gitarrenspiels insgesamt völlig talentfrei bin. Ich habe ein Lied mitgebracht und wir haben heute ganz kurz mal das geübt. Wir haben uns einfach mal zusammengesetzt. Es ist, nennt sich Planet Nummer 4, es ist ein Liebeslied für diesen Planeten. Dieses Stück hat mehr etwas mit der Umwelt zu tun, aber wenn, ihr wisst ja, wenn Wirtschaftsinteressen eben halt nur noch zählen und die Natur dabei in die Hose geht, dann ist dann natürlich auch irgendwas in Schieflage geraten und die Menschen leiden, die Tiere leiden, alles, und wir haben dann irgendwann auch ein Problem. Das ist das eine, und das andere macht natürlich dann auch, wenn Menschen leiden müssen, wir sind nun mal die hier momentan auf diesem Planeten am meisten kaputt machen können, dann werden sie auch gerne in Angst genommen und dann kommen wieder so eine Sachen wie diese Kriegsgeschichten hervor, wo die lieben Politiker nichts anderes wissen, als Angst zu schüren, statt eben halt den Menschen die Angst zu nehmen vor irgendwelcher Armut. Denn es gibt eigentlich keine nötige Armut auf der Welt. Wir haben wirklich genug hier für den Planeten, für jeden Menschen, für jedes Tier und jede Pflanze. Wir müssen es einfach nur nicht übertreiben mit unserem Wirrwarr. Und ja, dieses Lied schimpft sich Planet Nummer 4. Bernd hat die Musik geschrieben, der ist heute nicht da.
Ich habe den Text gemacht. Und jetzt seid ihr beiden dran. Und wir versuchen es mal. Es ist still. Und ich stehe mit dir. Es ist still noch und kalt. Der Winter naht mit sanfter Gewalt. Und wir stehen und sitzen hier auf Planet Nummer 4. Der Himmel so klar wie den Sternen ganz nah. Und fragen uns, wann hört es auf? Die Wälder werden abgeholzt, weil Captain Nigro vom Reichtum träumt. Der Profit kommt aus der Tiefe und wir maßen uns an, weil der Mensch alles kann. Doch die wenigsten sind Heiler, die wenigsten sind Heiler. Captain Iglo vom Reichtum träumt. Der Profit kommt aus der Tiefe. Ja, wir reichen uns nicht die Hand, sondern wir essen alles auf. Wieso denn nur? Wann hört es auf? Anbau von Getreide, Mais, mit Sinn, um in der Spur zu bleiben. Ganz woanders wird gehungert. Der Spekulant dreht am Preis. Da dreht sich was im Kreis. Sag mir doch bitte mal, wann hört es auf? Jetzt kommt das Fukushima. Fukushima Asse 2, Super Tschernobyl, Deep Horizon, Echsenwaldes, Dioxin. Der Golf von Mexiko ist kein Auto. Wozu das ganze Öl? Zu tief in der Nase am Bohren, total den Verstand verloren. 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 Ich habe keine Ahnung hier. Scheint, als wären wir nicht von dieser Welt. Nochmal, ich habe keine Ahnung hier. Steh mit euch hier auf Planet Nummer 4. Ich schau euch allen in die Augen, ein Spiegel der Zeit. Es scheint, als wären sie nicht, es scheint, als wären sie nicht von dieser Welt. Ja, das war quasi... Jetzt machen wir einen kleinen Kanon. Die Nummer 10 oder wer? Genau, wir haben hier nämlich auch ein kleines Mitmachspiel. Das ist ein super Beispiel hier. Wir Musiker haben uns eben zusammengefunden und was ganz Neues kreiert, just in dieser Minute. Das können wir jeden Tag selbst tun. Ihr kennt alle, ihr dürft jetzt mitmachen. Ja? Nicht immer nur sitzen, gucken, lächeln, ist auch schön, aber mitmachen. Ihr kennt den Kanon. Hey, oh, spann den Magen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben hier.
kennt er, ne? Spann den Wagen an, sing mal mit. Denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Merkel, du hast es in der Hand. Niemals wieder Krieg aus diesem Land. Lass die Menschen sprechen, lass die Menschen sprechen. Merkel, du hast es in der Hand. Niemals wieder Krieg aus diesem Land. Lass die Menschen sprechen, lass die Menschen sprechen. Nochmal alle, ich sehe noch da hinten eine schweigende Münder. Nochmal. Merkel, ich hab dich gesehen, mit der Mütze, du hast es in der Hand. Wie geht's weiter? Nie mehr Krieg aus diesem Land. Lass die Menschen sprechen, lass die Menschen sprechen.